Kennt ihr diese neuen AirTags von Apple? Die sind in vielen Fällen leider ziemlich gruselig. Eigentlich könnt ihr Sachen, die euch oft abhanden kommen, damit wiederfinden. Es gibt aber mehrere Berichte von Opfern, die plötzlich eine Nachricht auf ihrem Smartphone erhalten haben. In ihrer direkten Umgebung wurde ein AirTag gefunden. In einem Fall durchsuchte eine Betroffene danach ihr Auto. Unter einer Fußmatte fand sie daraufhin das Gerät. Kurz zuvor hatte sie sich von ihrem Partner getrennt. Der hatte am Tag davor einen Kindersitz für den gemeinsamen Sohn in ihrem Auto untergebracht. Und eben auch den AirTag. So konnte er ihre Bewegungen im Anschluss nachverfolgen. Auch auf TikTok erzählen betroffene Frauen, wie sie durch AirTags zu Stalking-Opfern wurden. Leider erfüllen AirTags viele Voraussetzungen, um zu Stalking-Devices zu werden. Sie sind klein, billig und schnell bestellt. Apple hat auf die Vorfälle reagiert. Der Konzern nehme das Problem sehr ernst. Deswegen habe man ein Alarmsystem entwickelt, das potenzielle Stalking-Opfer darüber informiert, wenn ein unerkannter AirTag sie über eine längere Zeit begleitet.